Vorabend des 18. Juni. Überall in den drei Westzonen dasselbe Bild, dieselben Erscheinungen. Gesteigerte Nervosität, knisternde Spannung, das Gefühl, es ist soweit. Und dann war es soweit. Ein Sturm auf die Geschäfte setzt ein. Jeder will das alte Geld noch anlegen. Alle kaufen alles und die Geschäfte schließen vielfach. Auf allen Bahnhöfen herrscht Hochbetrieb. Privat-, Geschäfts- und Vergnügungsreisen werden unterbrochen. Alles fährt zurück in die Heimatorte. Auch in den Kurorten reisen die wirklich Erholungssuchenden, noch mehr aber die Dauererholungsgäste, in Scharen ab. Die Warenpreise in alter Währung erreichen bei den Schwarzhändlern in 11. Stunde astronomische Ziffern. Nur weg mit dem alten Geld. Das letzte Pfund Kirschen für 100 alte Mark. Dann ruft es mit eindringlichen Schlagzeilen Währungsreform. Und wie man vorher auf jede Ware Jagd machte, so sucht man jetzt jede Zeitung zu erhaschen. Jeder will Einzelheiten wissen, denn diese Maßnahme geht jeden an, ohne Ausnahme. Ist es soweit? Das neue Geld. In Kisten verpackt, bündelweise. In Säcke umgepackt und plombiert. Fertig zum Abtransport in die Verteilungsstellen. Im Morgengrauen des Sonntags rollen Wagen und Gefährte unter größten Sicherheitsmaßnahmen mit dem neuen Geld durch Stadt und Land. Schon lange vor dem Ausgabetermin des Kopfgeldes haben sich Schlangen an den Auszahlungsstellen gebildet. Keiner will zu spät dran sein. Jeder möchte bald das neue Geld in der Tasche haben. Überall Schlangen. Rekordschlangen. Dann geht es schubweise in die Auszahlungsräume hinein. Ausweise, Papiere, altes Geld. Und da liegen sie, die deutschen Markscheine. 40 Mark für jeden. Das Startgeld in einen neuen Abschnitt des Daseins. Der erste von einer gesunden wirtschaftlichen Basis für die drei westlichen Zonen. Kurz nach der Währungsreform wurde eine Steuerermäßigung bekannt gegeben. Seit Kriegsende war kein Ereignis in Deutschland so einschneidend wie die Währungsreform. Keines so bedeutsam für die zukünftige Entwicklung. Die ersten hoffnungsvollen Anzeichen einer Umstellung der bisher erstarrten Wirtschaft. Führende Persönlichkeiten der Wirtschaft und Politik äußerten sich zur Währungsreform. Oberdirektor Dr. Pünder sagte in seiner Rundfunkansprache: Ehrliche Arbeit muss wieder ehrlich entlohnt werden. Die faulenzenden Schieber und Eckensteher des schwarzen Marktes müssen jetzt verschwinden. Laufen wir keinen demagogischen Schlagworten nach, noch wollen wir an Wunder glauben. Dagegen wollen wir wieder fleißige und ehrliche Arbeit gegen gutes Geld leisten und in sparsamer Lebensführung eine soziale Haltung nach innen und Friedfertigkeit nach außen zeigen. Dann werden wir es schaffen. Präsident Truman und Winston Churchill statteten dem Ort Fulton im Staate Missouri, der engeren Heimat Präsident Trumans, einen Besuch ab. Musik.
In einer Feier erhielt Churchill den Grad eines Ehrendoktors der Westminster Universität von Fulton. Dann führte Präsident Truman, der an dieser Universität gleichfalls einen akademischen Grad erworben hat, Churchill als Redner ein. Churchill dankte in humorvoller Form für die Verleihung der Doktorwürde und sprach dann etwa eine halbe Stunde zu den 3000 Anwesenden. Im Nürnberger Prozess begann ein neuer wichtiger Abschnitt, die Verteidigung. Jeder der Angeklagten hat das Recht, für sich selbst und für die Mitangeklagten auszusagen. Außerdem wird eine große Anzahl von Entlastungszeugen im Gerichtssaal erscheinen. Der frühere General Bodenschatz ist der erste Entlastungszeuge Görings. Nach der Befragung durch den Verteidiger kann jeder Zeuge auch einem Kreuzverhör der Anklage unterworfen werden. Der amerikanische Hauptankläger Jackson. Nach Bodenschatz versuchte der ehemalige Generalfeldmarschall Milch, seinen früheren Chef Göring besonders in Fragen der Aufrüstung zu entlasten. Die deutsche Luftwaffe, sagte er, sollte lediglich zur Verteidigung dienen. Der britische Ankläger Roberts erinnerte ihn daraufhin an den Ausspruch Görings, wonach die deutsche Luftwaffe sich über die Welt ausbreiten sollte wie ein Rachekorps. Allgemein gaben die Zeugen zu, dass Göring die Gestapo und die Konzentrationslager geschaffen hat. Der ehemalige Generalfeldmarschall Kesselring wurde von dem amerikanischen Hauptankläger Jackson befragt, was er von diesen Einrichtungen gehalten habe. Ich habe es etwas für deutsche Begriffe etwas für Normes gehalten, dass sich ein Staat im Staat gebildet hat und dementsprechend gewisse Sachen vor der Öffentlichkeit verschlossen. Dann trat der Angeklagte Nummer 1, Göring, in seiner hellgrauen Fantasieuniform in den Zeugenstand. Die Fragen seines Verteidigers waren so gestellt, dass Göring eine breite Darstellung der politischen Entwicklung seit seinem Zusammentreffen mit Hitler liefern konnte. Über die sogenannte Machtergreifung sagte er: Es war selbstverständlich für uns, dass wenn wir einmal an die Macht kommen würden, wir entschlossen waren, diese Macht unter allen Umständen zu behalten. Auch außenpolitische Fragen kamen zur Sprache. Welche Verbindung hatten Sie mit Quisling? Quisling habe ich erst lange nach der Besetzung Norwegens zum ersten und einzigen Male gesehen. Er war in Berlin, besuchte mich. Wir hatten ein belangloses, kurzes Gespräch. Vorher hat ein Mann von ihm, den ich auch nicht persönlich kannte, das heißt also vor Ausbruch überhaupt des Krieges, einen Brief an mich geschickt, der mir hier gezeigt wurde, an den ich mich persönlich nicht erinnern kann, weil derartige Briefe nach unserer Praxis auch mir kaum vorgelegt worden, ist aber gleichgültig. Göring sprach zusammengenommen 13 Stunden. Er wurde weder von der Anklage noch von den Richtern unterbrochen.